So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, zu den weiteren mega spannenden Matches bei Inazuma 11 Ultimate bei Herrn Fireworks großer Tour. Und beim letzten Mal kamen wir nicht ganz so weiter, da wir leider Pech hatten und nicht die gewünschte Versus-Karte hatten. Jetzt hatten wir sie aber, also hier der Beweis. Beim zweiten Versuch haben wir es endlich geschafft, beziehungsweise ich habe es geschafft, im Solo-Modus, privat. Beim zweiten Versuch hatten wir Glück, denn da gibt es einfach eine 40%ige Wahrscheinlichkeit und das ist keine 100%ige. Hier nach dem letzten Match bei Neo Japan, aber nach dem zweiten Sieg, wie gesagt, haben wir geglückt. Und wir kommen weiter hier bei Neo Japan Plus. Na, aber dazu müssen wir erstmal die Karte aktivieren. Wollte ich auch mal on-screen machen. Also, hier ist der Fetzen, neben einigen anderen Tickets, die ich schon habe, für später. Und wir haben hier Stolz des Kriegers. Spüre die Kraft einziger Krieger. Könnte dies für eine Fußballtour sein? Vielleicht. Aktivieren wir sie mal. Boah, das war jetzt ein ganz tiefes Grollen. Was ist das für ein Gefühl? Eine unbändige Kraft, eine wilde Emotion. Die heiße Glut großer Ambitionen umfängt dich. Irgendwas hat sich an der großen Fußballtour geändert. Sprich mit Herrn Firewell im Wohnheim der Raimund Junior High. Genau, und jetzt kommen wir bei Herrn Firewell. Wie ist er nochmal mit Vornamen? Ich weiß nicht. Aber kommen wir hier weiter. Und da geht es, wie gesagt, zur Neo Japan Plus. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und dann gibt es schon die ersten oder die ersten beiden Preise. Sehr, sehr, sehr schön. Und danach wird es hier weitergehen. Also ihr seht hier schon oben rechts. Big Waves kann ich jetzt schon mal pronouncen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal die obere Tour danach. Und dann geht es hier bei der unteren, die ein paar Matches mehr hat. Aber wie gesagt, erstmal hier die linke Abzeigung. So. Nur kurz gucken, ob ich. Das weiß ich nicht. Bin mir nicht ganz sicher, bin ich aufgefüllt. Jo. Bin sehr aufgefüllt. So. Spielen. Story-Modus hier natürlich. Und dann kann es schon losgehen. Alles klar. Dann lassen wir mit der großen Fußballtour beginnen. Sehr gerne, Mr. Punkt, 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 Firewill. Ich weiß echt nicht mehr, wie der heißt. Touchpad ist ready und wir legen los. Inazuma Japan oder Ultimate 11 vs. Neo Japan Plus. Richtig wildes Logo mit dem schwarzen Hintergrund. Gucken wir mal. So, da sind wir. Und die Gegner. Oh, cooles dunkles Trikot und geile Mannschaft. Quagmire ist dabei, Hedge und Soon, krasse Verteidiger, King im Tor, ist klar, muss immer krasses im Tor sein. Und der Ersatzbank, oh, jetzt ist das aber, nee, wieder Heat, dachte gerade wieder, das ist doch Becker. Er sieht einfach aus wie Becker, wie Bold Becker. Immer wieder fahre ich gerade rein. So, aber gucken wir erstmal hier bei der Mannschaft an, Sieg. Johann Tass, Talisman. Wird über spirituelle Kanäle von den weltbesten Spielern trainiert. Rechts davon Siki Valence oder Zell. Der war vom letzten Mal auch schon, oder? Jetzt hat genau die gleiche Mannschaft. Ich wollte gerade sagen, seit Attack on Titan weiß ich, wie man Siki ausspricht. Hatte ich auch schon beim letzten Mal die gleiche Ansprache. Und die kommen mir auch ein bisschen bekannt vor. Cloak war dabei, der gute alte Witz. Quagmire. Turner weiß ich jetzt nicht mehr genau. Archie Barge auf jeden Fall. Master auch. Er sowieso. Ist das die gleiche Match für letztes Mal? Egal, da geht sie trotzdem durch. So. Dave Quagmire. Seine Leidenschaft für Fußball scheint grenzenlos. Wilbur Watkins, der alte Witz, gibt vor zu schießen und zielt dann genau auf seinen Gegner.
Sail Lucy, Clock, alles sind ja genial. Vergisst dafür manchmal die Regeln auf dem Platz. Das vergessen öfter mal die Leute. Neil Turner, seit der Gehirnwäsche glaubt er, er sei der beste Stürmer der Welt. Oder Turner, dass er helfende Elfen hat. Hieß er auch nicht Turner? Timmy Turner? Ja, der hieß Timmy Turner. War auch so eine komische Serie. Archie und Barchie rennt Gegner über den Haufen und kommt so an den Ball. Daniel Hedge, bester Stürmer der Royal Academy. Seine Sprungkraft ist gefürchtet. Zach Cummings, Zuhen mit der FFP4-Maske. Augenspruch vom letzten Mal. Wahnsinn. Kampfkunstspezialist, der das Tor mit vollem Einsatz verteidigt. Alan Master, seine Kraft steckt in den Kopfhörern und seinem Rhythmusgefühl. Und da haben wir noch zu guter Letzt Joseph the King, der König der Torhüter. In seinen Augen gibt es keinen toten Winkel. Ah ja, by the way, zu Timmy Turner bzw. helfende Elfen oder Fairy Odd Parents, wie es im Original heißt. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen, das lief unfassbar lange in Amerika. Das hat irgendwas über 10 Staffeln, das ist der Wahnsinn. Aber wurde auch irgendwann unbekannt und nicht mehr so beliebt und ja, ging dann aus. So, wer sich auf der Satz mal guckt, mit dir nochmal an. Ethan Wissering oder Heat. Torts Freund aus Kindertagen. Durch rigoroses Training erstarkt. Tyler Murdoch. Der jüngste Murdoch-Brüder. Volle Bewunderung für die großen Brüder. Henry House oder Hera. Eifersüchtiges Genie, das kein besseren Spieler neben sich duldet. Johann Demetrius spielt, als wäre der Rasen selbst sein Freund und Verbündeter. Und zu guter Letzt noch, den wir auch schon hatten, Mark Hill Valley, auch ein sehr krasser Verteidiger. Oder war der am letzten Mal dabei? Das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Versorgt vor dem Unterricht noch die Hühner und Kühe auf dem Hof. Ja, der beste Verteidiger der Farm Junior High, auch ein super Verteidiger, hat er auch 40 bei Level 22, also Mashallah. Auf jeden Fall besser als die beiden. Und sieht man dann wieder, die besten Spieler, Verteidiger, Mittelfeldspieler, meistens auch Torhüter, sind einfach auf der Ersatzbank, was nicht so viel Sinn ergibt. Egal. Aufstellung haben sie Neo. Ja, von Neo Japan. Das ist echt dieselbe Mannschaft wie beim letzten Mal. Kommt mir zumindest sehr danach. Sehr stark vor. Egal. So, legen wir einfach mal los. So, auf entspannt. Auf sehr entspannt. Ne, nicht zu entspannt. Wir wollen ja möglichst ein S erreichen. Hatten wir schon zweimal. Eine S-Reihe wäre schon ganz cool. Vor allem, da ich weiß, was in der Rang S-Truhe drin ist und das würde ich ganz gerne bekommen. Aber ich spoilere erstmal abseits Ehre. Spoilere ich erstmal noch nicht, wer das ist. Oder was ihr darin befindet. Ist aber schon ein cooler Preis. Und auch ein Preis, den man relativ easy sich getten kann. Vorsichtig, ich grätsch mal lieber. Nicht zu weit rausgrätschen. Ja, raus hier. Und auf entspannt. Meteorklinge. Nicht Aurora, Meteorklinge. Würde mathematisch genau zweimal gehen. Dann erstmal leise rantasten. Enders Mauer plus 2. Oh. Der ist gehalten worden. Das ist nicht gut. Er ist ja gar nicht mal so übel. Ha, unterschätzt mich ja nicht. Allerdings ist Kling der einzige Torwart oder einzig gute Torwart. Hat ihn. Perfekt. Einfach hops genommen. Apropos hops genommen. Nehmen wir mal. Denn ich denke, dafür brauchen wir ein kleines Schmusekätzchen. Tigersturm. Da muss man schon ein bisschen fester draufhauen. Feuerkette. Der ist ein bisschen schwächer. Trotzdem abgewehrt.
Wow. Aber leider Richtung Frosty, der alle erstmal schön einfrostet. Und danach, ja, ihr wisst, was kommt: ewiger Eiswind. Einmal richtig bombardieren hier, bis er reingeht. Haha! Boom! 1:0. Und er ist ziemlich down. Ja, man sieht schon, er ist schon hart am Sweaten, dass sie keinen sehr guten Ersatztorwart haben, wenn sie überhaupt einen haben, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ha, ist die Verteidigung schon komplett durchbrochen. Um mich aufzuhalten, muss ich schon ein kleines bisschen schneller sein. Ach, was für ein Schnitzel. Schnitzel. Ne, Schnitzer. Aber Schnitzer wäre auch jetzt ganz gut. So. Der Nachteil ist, ein paar meiner Besten sind jetzt komplett down. Aber ich habe noch ein paar andere. Beziehungsweise zum Stunnen und Grätschen reicht es allemal. Aber sag mal, wird durchgewirbelt. War es dann nicht ganz so gut. Ah, hops genommen. Aber die Mauer nimmt keine Hops. Wilder Move, by the way. Das war ein Foul. Sehr faul. Ah, das ist doch ein Witz. Trotzdem Omega-Hand. Das könnte ja ein schlechter Witz sein. Aber der Witz. Wird gehalten. Gott sei es gedankt. Oha, gehalten. Jetzt ist es interessant. Oha. Wow, so ein ziemlich toller Schuss. Mein Traumszenario, alle werden geblockt. Boah, wird das seitlich ganz knapp. Schon die erste Halbzeit und what the fuck? Heute sind wir ganz schon leichtfüßig. Lass uns nicht zu Kopf steigen. Okay, wir hatten ja schon drei Torschussversuche. Aber 71% Ballbesitz. Ist die erste Halbzeit schon um? Das ist ja der Wahnsinn. Muss ich aber richtig Gas geben. Okay, the Heat is on. Also stimmt, Heat hatten sie ja. Ethan Wizarding. AKA der Typ, der mich immer wieder den Glauben lässt, dass er Decker ist. Der Sprite sieht auch ein bisschen. Okay, nicht ganz, aber ein bisschen wie Decker aus. Also wie Bolt Decker, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Die nicht ganz so bekannt sind, aber schon ein bisschen. Ne, Moment. Bolt Decker ist ein kompletter NPC. Aber ich finde ihn ganz cool. Ist auch so ein bisschen so ein kleiner Insider bei mir. Auch in meinen ganzen LPs. Immer wenn es irgendwo einen Bolt Decker gibt, den schnappe ich hier fürs Team. Weil irgendwie so ein. Ja. Oh, Spezialtaktik. Weil er so ein bisschen eine Art schurigen Halbmann. Oha. Eine ganz wilde Taktik. Eieiei. Kampfstier. Haha. Weil er so ein Art kleiner Glücksbringer ist. So. Der Vorteil ist, alle sind jetzt vorne, das heißt, die Verteidigung ist komplett weg. Kommst du mal mit? Kommst du? Okay, ist egal. Du kannst auch. Übertreiben wir jetzt mal ein bisschen Heldenschuss. Vielleicht haben wir hier brauchen auch ein paar hitzköpfige Schüsse. Der Dachfangzeichen.
Und so wie es aussieht, geht Fangsanfänger nur einmal, denn es ist schon ein bisschen auf die Hälfte abgezogen. Das heißt, er kann vielleicht nicht mehr so viel verteidigen. Also ein 5-0 wäre noch technisch drin. Noch Fragen? Ha! Sei nicht so selbstzufrieden. Nee, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit mir, aber sieht langsam ein bisschen besser aus. Wäre auf jeden Fall ein knappes Ding, wenn ich hier noch ein S will. Und ich will ein S, denn ich weiß, was ich für S kriege. Was ganz cool ist. Nicht so weit nach vorne. Abseits. Der zeigt sich jetzt ganz knapp. Schaub ist noch voller Energie. Das sieht sehr schlecht für S aus. Machen wir wenigstens ein A. Der ist platt. Am plattdeutschen Strand. Wir sind beide ein bisschen down. Geht das mathematisch? Ich rechne mal. Müsste gehen. Haha! Sogar eins mehr. Ehrenlos. Okay, für Cloak spielt jetzt Tyler. Juckt mich jetzt ein bisschen wenig. Heat ist ja mein einziger Gegner. Ah, ich muss da hinten spielen. Er hat immer noch 45. Sind bei 45 zu viel? Ha! Bäh! Das kam unerwartet. Aber okay, 5 Minuten noch 2 Tore. Sieht eher schlecht aus. Ja, Treffer. Ha. Sei nicht so selbstzufrieden. Ich hatte einfach die erste Halbzeit mit Kings so viel Zeit gekostet oder auch so viel CP. Das ist das Problem. Könnte versuchen, irgendwie mit Fernschüssen irgendwas zu reißen, aber da auch nicht mehr so viel gehen. Ich versuch's mal mit Schwerthagel. Aus der Ferne Hops nehmen. Oh! Der ist drin. Das wäre jetzt geil, wenn wir das noch schaffen. Peng! Drin! Ha. Sei nicht so selbstzufrieden. Wer hat noch Fernschüsse drauf, by the way? Du hast... keine, ich dachte gerade schon. 300 IQ, hier mit L. Okay, hier sind sie Langschüsse, oder... nicht die mit F, die mit L. Hm. 76, 76. Du hast nur zum Blocken. Du hast noch Power Surfer. Oh, Windstärke 13. Oh, wenn das klappt. Die Ehre wird sowas von genommen. Geht das so? Ich habe nur eine Chance. Oh.
Boah, wenn das klappt. Zwei Minuten über der Zeit, aber 5:0. Boom, so wird das gemacht, Mann. Unfassbar. Ich hab's einfach drauf. Ha, sei nicht so selbstzufrieden. Wow, das war's krass. Und mach mir den Sack zu. Auch mal treffen. Hallo? So. Das war jetzt richtig spannend am Ende. In den letzten 8 Minuten so gesehen, 3 Tore. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Wir haben verloren. Das ist nicht zu glauben. Ich hätte es auch gar nicht geglaubt. Aber mit 15:0. 69% Ballbesitz. Stark. 8 Torschüsse, 5 gingen rein. Ah, geil. Doppelte Erfahrungspunkte. 502 Erfahrungspunkte. Keine Items, ist mir komplett egal. Und er bleibt bei Cannon und Skippy. Sehr geil. Aber, was noch geil ist, Rang S bei der linken Tour Abzeigung gemeistert. Was für eine famose Vorstellung. Sag mir Bescheid, wenn du die große Fußballtour erneut spielen möchtest. Firewall ist sicherlich komplett außer Band und Band. Der war ja richtig dabei. Und jetzt gucken wir jetzt mal, was wir dafür kriegen. Für diese famose Vorstellung. Krass. So, in der ersten Kiste haben wir den Sporthallenschlüssel. Das heißt, wir kommen jetzt auch in die Sporthalle rein. Da gibt es auch noch, gab noch zwei, drei, gab es einen Fahrradschlüssel und noch einen Schlüssel, also ein paar Schlüssel gibt es ja auch noch. Beziehungsweise auch ein paar Orte, so gesehen, in denen wir noch nie drin waren und jetzt vielleicht aber noch nicht rein konnten, da die Schlüssel gefehlt haben. Auch sehr interessant. Und noch krasser, guck mal, wer da drin ist. Peabody. Paul Peabody. Der Fanboy Number One ist ja einfach dabei. Ist das geil. Ist klein, hat aber fantastische Kräfte. Bringt dem Team Glück. Also so gesehen so ein richtiger Decker. Level 10. 17 Verteidigung als Verteidiger. Ist nicht schlecht, aber einfach, weil es Peabody ist. Rein mit dir. Einfach mal ein cooler Spieler dabei. Super. Das freut mich. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Bei den Big Waves. Wo es auch, hieß der Anime auch so? Der ist auch Big Waves, glaube ich. Oder Waves, Big Waves. Auf jeden Fall gab es in der letzten Season, also Season, die jetzt beendet wurde, auch einen ziemlich geilen Surfer-Anime, der auch Big Waves hieß, glaube ich, oder irgendwas mit Waves. Der war mega cool. Der war richtig super. Werde ich vielleicht im nächsten Match auch ein bisschen was drüber quatschen. Denn im nächsten Match geht es gegen die Big Waves. Und boah. Das war jetzt spannend. Und wir haben sogar ein cooles Spiel gekriegt. Geil, das freut mich. So, und beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es gegen Big Waves und die obere Abzweigung der großen Fußballtour von Herrn Firewall. Dessen Vorname. Hoppala. Dessen Vorname ich beim nächsten Mal rausfinden werde. Ich werde ermitteln. So, aber wie gesagt, das war's für dieses Match. Und ja, damit mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, immer schon im kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann!